Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video diese beiden Enumerationen Kartenfarbe und Kartenwert erstellt. Und ich möchte jetzt zeigen, wie man diese einfach in normalen Code einsetzt. Dazu springen wir mal in die Main-Funktion und ich erstelle mir eine Variable vom Typ Kartenfarbe. Und genau das macht man natürlich so wie alle anderen Variablen auch. Wir geben erst den Typ an, den wir verwenden möchten. Und dann eben hier einen Variablennamen. Und Enumerationswerte bekommt man jetzt eben über diese Konstanten, die man in der Kartenfarbe definiert hat. Und diese Konstanten spricht man letztendlich an wie statische Mitglieder in Klassen. Also wir können hier zum Beispiel sagen, dass die Kartenfarbe Herz hier dieser Variablenfarbe 1 zugewiesen wird. Und ich könnte auch sagen, dass ich hier eben den Kartenwert nutze und ich mache hier beispielsweise den König. Also man sieht hier, man bekommt diese Werte für eine Enumeration eben direkt über den Enumerationstyp, Punkt und die entsprechende Konstante dann eben, die in dieser Enumeration festgelegt ist und die man haben möchte. Dann kommen wir gleich zum zweiten. Das habe ich auch im vorherigen Video schon andeuten lassen. Wir können jetzt eben sagen, dass wir diese konstanten Werte, denn hinter ihnen stecken ja standardmäßig nichts anderes als Integer. Wir können diese jetzt eben mit einem expliziten Cast hier zu einem Int konvertieren. Und mit einem Int kann man natürlich besser rechnen als mit einem Kartenwert. Direkt. Also Enumerationen an sich unterstützen nicht wirklich gut Operatoren. Aber wenn wir das Ganze natürlich in einen Int umwerten können, dann haben wir hier weniger Probleme. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich hier mir jetzt eine Variable Wert 2 erstelle, dann kann ich eben, indem ich nach Kartenwert caste, diesen Int-Wert auch wieder sozusagen als Enumerationswert wieder interpretieren. Was allerdings verwirrend ist, ist, wenn ich jetzt hier einfach sage, Wert als Zahl wäre jetzt beispielsweise die 50. Die 50 ist in Kartenwert definitiv nicht definiert. Wir gehen hier eben von 7 bis insgesamt 14. Und dann kommt ja jetzt natürlich die Frage, kommt hier eine Exception bei diesem Cast oder nicht? Also eine Invalid Cast Exception wäre eben die Frage. Und wir sehen hier, wenn wir diese Zeile ausführen, das ist nicht der Fall. Und wir sehen hier auch, wenn es sozusagen eine Konstante in der Enumeration gibt, die für einen Integerwert definiert ist, dann zeigt auch der Debugger hier im Locals Window an, okay, Farbe 1 ist Herz. Sobald Farbe 2 aber Wert 2 einen ungültigen Wert annimmt, dann sieht man wirklich, dass dahinter nichts anderes steckt als ein Integerwert. Und wir sehen hier, wir kriegen weder vom Compiler die Unterstützung, noch zur Laufzeit durch eine Exception die Unterstützung, dass es sich hier bei Wert 2 um einen falschen Enumerationswert handelt, also einen Enumerationswert, der nicht definiert ist. Und das ist etwas, das Sie im Hinterkopf behalten müssen, weil das natürlich zu Fehler führen kann, wenn man quasi nach bestimmten Enumerationswerten bestimmte Funktionalität ausführen möchte, ist ja möglich, dann kann es auch sein, dass dieser Wert, den man beispielsweise als Parameter bekommt, gar nicht einem dieser Konstanten in der Enumeration entspricht. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Wenn ich eine Variable so erstelle, ist das komplett richtig. Es ist ja auch richtig, wenn ich einfach x so festlege. Es ist ja erstmal nicht falsch. Dadurch ist eben die Variable definiert.
aber wir haben ja noch keinen Initialwert zugewiesen. Und dann schauen wir mal, was jetzt in dieser Variable drin steht. Und wir sehen eben hier, da steht 0 drin. Also auch wenn man sozusagen eine Variable, die eine Enumeration nutzt, definiert, aber nicht initialisiert, dann kommen wir quasi zum gleichen Problem wie hier oben. Dann kann es sein, wenn eben die 0 nicht als Konstante in einer Enumeration definiert ist, dann hat diese einen falschen Wert. Und das muss man auch einfach mit im Hinterkopf behalten. Auf was ich aber eigentlich noch hinaus möchte, ist, dass eben Kartenfarbe und Kartenwert, wenn man diese Typen direkt benutzt, dann hat man Typsicherheit. Was jetzt eben nicht geht, ist beispielsweise, dass man sagt, dass ich hier Kartenwert.König einsetze. Oder sagen wir mal, Bube. Das geht nicht. Das sieht der Compiler und beanstandet hier eben, dass hier die Konvertierung von Kartenwert zu Kartenfarbe nicht geht. Das heißt, wir haben hier wiederum Typsicherheit, nicht dass wir Code schreiben, der eben versucht, unterschiedliche Konstanten oder Konstanten von unterschiedlichen Enumerationen an die entsprechenden Variablen zuzuweisen, wie in diesem Fall hier. Also Enumerationen sind in der direkten Benutzung typsicher. Sobald ich hier aber rechne, muss ich mir eben bewusst sein, wenn meine Berechnung irgendwie falsch ist oder warum auch immer, es könnte ein Wert rauskommen, wenn ich dann wieder zurückcaste, der eben nicht zu einer Konstanten gehört. Und wir sehen dann hier eben auch, dass wir da keinen Fehler vom Compiler oder zur Laufzeit durch eine Exception bekommen, was ja eigentlich sehr hilfreich wäre. Dann wissen wir nämlich sofort, hoppla, hier ist unser Code noch nicht richtig. Was geht ist, dass wir, wenn wir hier beispielsweise Kartenfarbe Herz nochmal nehmen, wir können durchaus hier den Plus-Plus-Operator anwenden. Das heißt einfach, dass, dass der Integer intern erhöht wird. Wir können natürlich dann auch sagen, Farbe plus ist gleich 2. Aber auch wenn wir jetzt hier ankommen, sehen wir, dass eben Farbe 2 jetzt einen nicht mehr validen Wert hat. Wir hatten ja die Aufteilung, dass eben Kreuz ist 12, Pik ist 11, Herz 10 und Karo 9. Und wir sehen hier, wir sind bei 13 gelandet. Also auch mit diesem Rechnen ist man letztendlich nicht auf der sicheren Seite, dass man sich noch innerhalb der Werte oder der richtigen Werte für diese Enumeration bewegt. Deswegen, wenn Sie mit Enumerationswerten rechnen, das würde ja beispielsweise hier beim Kartenspiel in irgendeiner Weise Sinn machen, dann deuten Sie das am besten an, indem Sie den Wert zum Int casten. Dann weiß jeder auch, okay, hier wird jetzt mit einem Enumerationswert gerechnet. Das ist übrigens nicht immer der Fall, dass man Enumerationen so einsetzt. Manchmal gibt man sie, wie man es beispielsweise bei Binding Flex gesehen hat, auch einfach mit an, um bestimmte Optionen bei einem Funktionsaufruf zur Verfügung zu stellen, ohne dass wir dann jetzt mit Enumerationswerten direkt rumrechnen möchten. Ja, das ist eben zu beachten bei Enumerationen. Also wir sprechen sie standardmäßig über den Enumerationsbezeichner plus Punkt plus entsprechende Konstante an. Und wir haben Typsicherheit, wenn wir direkt mit den Enumerationstypen arbeiten. Wir können aber auch damit rechnen, weil letztendlich nur in Ganzzahlwerte dahinter liegen. Da aber dann die Empfehlung, bitte explizit casten, damit jeder andere, der ihren Code liest, sofort sieht, okay, hier wird jetzt mit Enumerationswerten gerechnet. Und da kann es eben vorkommen, dass wir bei einem Ergebnis landen, das gar keiner Konstanten entspricht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.